Hallo zusammen und herzlich willkommen zur höchstwahrscheinlich letztigsten Folge von Resident Evil 1 aller Zeiten. Ihr seht schon, dass ich woanders gestartet bin, als wir das letzte Mal aufgehört haben. Das hat eine wunderschöne Vorgeschichte. Ich habe nämlich, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe, pausiert und bin auf die Toilette gegangen und habe mir was zu trinken geholt und habe mit Merlin geredet. Und dann kam ich zurück, weil ich mir dachte, so, jetzt nehmen wir gemütlich die letzte Folge auf. Und in dem Moment, wo ich den fucking Controller in die Hand nehme, in dem Moment geht die PlayStation in den Standby-Modus. Und ich dachte mir so, okay, ungünstig, aber ist ja nicht schlimm. Die PlayStation 5 hat ja dieses Quick-Resume-Feature, ne? Das wird schon da an der Stelle weitergehen, wo ich aufgehört habe. Also habe ich gewartet, bis die Konsole endlich mal runtergefahren ist, habe sie neu gestartet und bam, das Spiel startet von vorne. Und ich habe natürlich nicht gespeichert nach der letzten Folge. Also musste ich jetzt nochmal neu anfangen, also vom letzten Savegame. Und musste jetzt nochmal die letzte Folge quasi nochmal spielen. Ist jetzt gar nicht so tragisch, ne? Ich bin besser durchgekommen, habe mich nicht so oft verlaufen. Habe jetzt auch schon den Aufzugknopf gedrückt, weil der war in dem Insektenraum. Ich hätte nur einmal an einer Ecke anders abbiegen müssen. Alles halb so schlimm, aber Gott, kotzt mich das an. Warum geht die Konsole einfach so in Standby-Modus und dann funktioniert dieses so unzuverlässige Quick-Resume-Feature einfach nicht. Es ist so, mal funktioniert es, mal nicht. Es kotzt mich an. Die ganze PlayStation 5 kotzt mich an. Wirklich. Ich muss hier mal ein bisschen ranten. Wenn ihr Sony-Fans seid, dann tut's mir leid. Dann müsst ihr euch jetzt die Ohren vielleicht zuhalten. Das wird hart für euch. Aber ohne Witz, meiner persönlichen Meinung nach, meiner persönlichen Erfahrung nach, vielleicht hatte ich ja auch nur Pech, ne, ist die PlayStation 5 das schrottigste Stück Hardware, das Sony jemals zusammengelötet hat. Das geht schon mit dem absolut hässlichen und unpraktischen Design los. Das Ding passt in kein Regal und ist super, super hässlich und geht damit weiter, dass ich schon bei der Einrichtung Probleme hatte. Ich konnte die Daten von der PlayStation 4 nicht übertragen, das hat nicht funktioniert. Dann ist das Ding, bevor die ersten Updates kamen, ständig abgeschmiert bei mir. Das war schon ein schlechter Start. Dann ist nach einem Jahr der HDMI-Anschluss kaputt gegangen. Ich musste das Ding einschicken zu Sony selbst, weil Amazon konnte mir das Ding nicht ersetzen, weil die vergriffen waren, weil Sony es nicht hingekriegt hat, die Dinger zu produzieren. Und Amazon hat immer gesagt, na, die geben mir das volle Geld zurück, überhaupt kein Problem. Und ich habe gesagt, na, Geld bringt mir nichts, ich brauche die Konsole auch zum Arbeiten, ne? Ich lebe davon, ist halt blöd. Konnten die nichts machen, konnten die mir nicht ersetzen, konnten die mir auch nicht reparieren. Jetzt musste ich es zu Sony einschicken, dann hatte ich aber keine Händlergarantie und musste über 200 Euro für die blöde Reparatur, die halbe Konsole nach einem Jahr musste ich nochmal neu kaufen, damit die mir einen HDMI-Port austauschen. Und jetzt hat das Scheißding seit einer Woche wieder einen Wackelkontakt am fucking HDMI-Port. Was ist denn das bitte? Was ist denn das für ein Haufen Müll, den Sony da zusammengeschraubt hat? Ich kotze. Ich kotze. Ich hasse sie. Wirklich. Ich finde die PlayStation 5 beschissen. So, jetzt habe ich es gesagt. Chris. Fast so schlimm wie die Dreamcast mit ihrem Laufwerk, das alle zwei Wochen kaputt geht. Rebecca, you're safe. I saw you in the garden. I've caught up with you at last. Well, I'm glad you're all right. Rant Ende. Don't go out alone. Yes, sir. So, und jetzt, wo das raus ist, spielen wir Resident Evil 1 durch. Und jetzt kommen wir zu einer der besten Cutscenes. Ich finde, Jill hat definitiv die besseren Cutscenes. Die Dialoge mit Barry sind alle legendär. Aber das, was jetzt kommt, ist auch ganz groß. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Chris, as my subordinate, you have wonderful talent. I would never work for a company like Umbrella. And Wesker, you were formerly with Umbrella. What do you mean? Since when have you been an Umbrella agent? And a traitor to the stars? Now you're wrong! I was formerly with Umbrella, yes. But now I'm prepared to face anything. Even getting rid of you vigilante stars. Now, the worst possible situation has occurred.
The failure of the experiment created a virus, a biological weapon, polluting the entire lab. No, the worst happened with the tyrant virus. I lost some of my STARS team members because of it. You killed them with your own hands. Did you kill Enrico? Really? Yeah, like this. Rebecca! No! Don't move. If you do, I'll kill you. Chris, I have something to show you. Now, walk. Naja, es ist schon so ein bisschen eine Bromance zwischen den beiden, oder? Chris zeigt jetzt Wesker zeigt jetzt Chris sein neues Spielzeug, so ungefähr. Guck mal, was ich habe. This? That's right. This is the ultimate life form. Tyrant! Chris? Stop it! Wesker, you're pitiful. This is your savior? You say this failure is your savior? You can make sure yourself whether Tyrant is a failure or not. Das ist so geil, oder wie Wesker so sagt, Chris, stop it! Lach jetzt nicht meine ultimative Lebensform aus, die ist voll cool. Das ist jetzt voll gemein von dir. Go to hell. Jill will join you too. Oh, die Kreatur wendet sich gegen ihren Meister. No! Bloody hell. Can't kill me. Ach schaut Leute, nach der Cutscene geht es einem gleich viel besser. Vielleicht ist die PlayStation 5 doch nicht ganz so schlimm. Aber schon irgendwie. Ach guck. Dafür habe ich all die Spielstunden Magnum-Munition aufgespart. Ursprünglich wäre hier übrigens, das seht ihr auch bald in dem Video, das ich noch veröffentlichen werde, über den Cut-Content aus Resident Evil 1. Ursprünglich gab es hier eine, hier wahrscheinlich nicht, sondern im Maschinenraum gab es noch ein Aufeinandertreffen zwischen Chris und Jill tatsächlich. Chris und Rebecca. Die hätten da nämlich noch drüber geredet, über die Selbstzerstörung und so weiter und so fort. Ich untersuche mal Wesker nochmal. Was für ein schrecklicher Tod. Yep. Okay, dann gehen wir mal schnell zu Rebecca. Mal gucken, ob wir für die noch was tun können. Ach, wow. Ha! It seems like this bulletproof jacket is pretty strong. I see. How about Captain Wesker? He is sleeping with the ultimate failure. Hurry up! I want to get out of here. So großartig.
Excuse me, Chris. What, Rebecca? I saw a research file in this lab. It said that a great deal of research on the tyrant virus exists right here. We should blow this place up. Das ist Polizeiarbeit. Nicht etwa Beweise sichern? We're already into it over our heads. Rebecca, can you do it? Yes, sir. I'll set off a triggering system for a bomb. Okay. Now we have a chance to escape. See you outside the house. Okay, cool. Dann würde ich sagen, speichern wir es nochmal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das mit Chris jetzt ist. Kommt jetzt dann gleich der Alarm? Kann ich dann Chill schon rausholen? Muss ich noch irgendwas machen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Habe ich was vermasselt? Habe ich was kaputt gemacht? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich jetzt mein Farbband gerne hätte. Dankeschön. Dann wird mal gespeichert, dass die PlayStation nicht wieder in den Standby-Modus geht und meinen Fortschritt löscht. Aus heiterem Himmel. Ach, Gott. PlayStation 5 ist ab jetzt mein persönlicher Erzfeind. Ich habe eine Vendetta mit dem Ding. Ich kann es kaum erwarten, dass die PlayStation 6 kommt, damit ich das Ding einfach aus dem Fenster kicken kann. Mit Anlauf. So. In Wirklichkeit kriegt es wahrscheinlich meine Schwester oder so dann. Wie schon bei der PlayStation 4 auch. Oder vielleicht bis dahin schon Neffe und Nichte, ne? Dann können die sich mit dem HDMI-Anschluss dem Wackelkontakt rumschlagen. Oh, Gottes Willen. Die Pumpgun, doch, die Pumpgun nehme ich noch mit für die nackten Zombies. Beziehungsweise, ist da überhaupt noch ein nackter Zombie? Ich meine gar nicht mehr. Ich glaube, ehrlich gesagt, da ist jetzt dann schon der Fliegenkerl. Oder? Hat Rebecca... Ich weiß es nicht. Rebecca, ich weiß nicht. Aha, gut. Danke, Rebecca. Oh, what? Crazy. Die Animation habe ich auch noch nie gesehen, ey. oh Gott, wie die einem hinterher wuseln, ist schon ein bisschen gruselig. Okay, Chill. Holen wir noch schnell Chill aus dem Kinderparadies ab. Und dann geht's ab aufs Dach. Sorry for making you wait. Chris! Weirdest Umarmung ever. Let's go. There's no need to stay. Schön, dass in der Zelle kein Alarm ist, ne? Das wäre auch voll unhöflich den Gefangenen gegenüber. Ist ja voll nervig. Man kann über Umbrella sagen, was sie wollen, aber Folter gehört nicht zu ihren. Aber Experimente an nicht freiwilligen Testsubjekten schon, ne? Naja. Lass uns weitergehen. Gut übersetzt, Resident Evil. Gut übersetzt. Schon, so ein, dieser kleine Nervenkitzel immer, ist schon schön. Okay,
Auf geht's zum Boss. Oh, ihr seid ja. Wo kommt denn ihr wieder her? Ja, sag mal, wo kommt ihr denn her? Das pfeife ich mir dann gleich rein. Immerhin habe ich einen Kehlendurchschneide-Rucksackangriff von einer Chimäre bekommen. Let's get going. Lass mich noch kurz in meine Kiste gucken, Chill. Weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann nehme ich lieber noch ein zusätzliches Heilmittel mit, ne? Dann, hey, komm, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Guckt euch mein Inventar an. Ich hab sparsam gespielt. Ich habe mich durch ein paar echt harte Passagen gequält im Sparmodus. Aber dafür ist der Tyrant jetzt... ich könnte 5 Tyrants töten. Let's go. Hört mal hin, der Alarm sagt für mich dauernd. Falara! This is Brad. I have a fuel shortage. Okay, this is the last try. If somebody's alive, please send a sign. This is... Die Batterie ist noch geladen. Na, dann ist ja gut. Vielleicht auch Tralala. Jupp, nehmen wir die Batterie. Setzen die hier ein. Sie können die nicht benutzen, was? Warum laufen eigentlich die Aufzüge hier mit Batterien? Gibt's was wirklich? Das kommt mir super weird vor. I made it! I set up the triggering system to the bomb! Great! Rebecca! Brad's up in the helicopter! Look at those monsters! Let me take care of them! Chris, get in contact with Brad right away! Okay! Okay! Wie geil! Wie geil einfach alles ist an dem Spiel. Ne? Ich habe in der letzten Folge gesagt, und dazu stehe ich auch, Resident Evil 2 ist in vielerlei Hinsicht eine so gute Verbesserung vom ersten, spielerisch. Aber die Dialoge sind nicht mehr so gut. Die Dialoge vom zweiten sind zu schlecht, um wirklich gut zu sein, aber nicht mehr schlecht genug, dass sie so super lustig sind wie im ersten. Der erste hatte wirklich so einen Sweet Spot erwischt von so schlecht, dass es einfach genial ist. Liebe es. Dass der Timer während der Cutscene weiterläuft, ist ein bisschen gemein, ne? Ich frage mich, was da hinten bei diesen 4 Kisten mal war. Oh, ich kann euch sagen, was da war. Ich habe eine Theorie, was da war. Ich sag's euch gleich. Ich kann es auch jetzt sagen. Es gibt doch diese zugeschweißte Tür. Ursprünglich hätte es ein Item im Spiel gegeben, die Spitzhacke, mit der hätte man vom Brunnengebiet aus eine Tür zum Hubschrauberlandeplatz öffnen können. So viel ist bekannt. Und
Ich denke mal, mit der Spitzhacke, die es jetzt nicht mehr gibt, ne, damals war das Labor noch nicht geplant, hätte man vom Brunnenbereich mit der Spitzhacke die verrostete Tür öffnen können, damit man direkt hier auf dem Hubschrauberlandeplatz kommt. Das war, glaube ich, der ursprüngliche Plan. Und von der einen Seite wurde die Tür dann einfach, weil sie quasi schon gerendert war, zugeschweißt, unter Anführungsstrichen. Und hier haben sie noch schnell ein paar Kisten dran geklatscht. Meine These. So. Tada! Oh, nice. Schön war's. Jetzt bin ich doch froh, dass wir Jill noch gerettet haben, ne? Sauberes, schönes Ende, alles gut. Hätte mich ein bisschen frustriert, glaube ich, wenn ich es jetzt wirklich nur so schnell beendet hätte. Ende gut, alles gut. Dann würde ich sagen, Leute, danke fürs Zusehen, hat mich sehr gefreut. Wir sind fertig mit Resident Evil 1, sowohl mit Jill als auch mit Chris. Jetzt geht's weiter, auch in der Let's Play-Reihe mit Resident Evil 2. Ja, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, sage ich schon mal, aber ich lasse euch den Abspann, den epischen Abspann noch laufen. Übrigens, in der japanischen Version sind die Szenen, die wir hier sehen, nochmal sehr viel brutaler als in der hier. Sehr viel mehr grausame Finishing Moves, als wir hier bekommen. Aber gut, jetzt ist Schluss. Ciao, macht's gut. Hier zum Beispiel sind wir eigentlich wie Rebecca von dem Hunter, geköpft wird. Und hier ist eigentlich eine Szene, wo Yorn Chris mit Haut und Haaren verschlingt, ne? So ist der Unterschied. So, jetzt aber wirklich tschüss. So, ich bin doch noch da. Hier sehen wir Chris in seinem Shenmue-Cosplay. Nee, ist ein Scherz, aber das ist natürlich die Jacke, die wir auch im Polizeirevier hängen sehen, was natürlich ein nettes kleines Easter Egg ist. Und noch dazu ist das ja auch das gleiche Logo, das Claire auf ihrer Biker-Jacke Weste hat. Und das ist von welcher Band? Von Queens, glaube ich, ein Song, oder? Oder ein Album. Wie auch immer.
Ich finde es ganz nett, dass da im Hintergrund auf so einer großen Leinwand impliziert wird, na, da kann man sogar lesen, Bio-Weapons, Fragezeichen mit dem Umbrella-Logo. Dieser Endscreen impliziert so von wegen, so, und jetzt konnten die quasi offenlegen, was damals passiert ist, bla bla bla. Wir wissen, dass das nicht passiert ist. Wir wissen, dass das ein langer Prozess war und dass niemand den geglaubt hat und dass selbst nach den Ausbrüchen in Raccoon City, nach dem zweiten Teil, das noch ewig gedauert hat, bis dann wirklich ein Urteil gefällt wurde und Umbrella tatsächlich aufgelöst wurde, zerschlagen wurde. Und ja, ne? Aber gut, das war halt alles beim ersten Teil noch nicht geplant. Genauso wie diese Ada Wong-Story, die dann der zweite Teil so ein bisschen versucht hat dran zu klatschen, die dann aber quasi umgeschrieben wurde. Aber hey, Gunz schön clever. Ganz schön clever. Aber hey, die Resident Evil Lore ist so aufgespalten und so gegliedert in kleine Teile und hat so viele Varianten, die alle laut Capcom offiziell Kanon sind, mit den Originalspielen, den Remakes und anderen Sachen, die nicht so gut zusammenpassen. Sucht's euch aus. Sucht euch aus, was euch am besten gefällt. Vielleicht hatte Ada Wong ein Verhältnis mit diesem John aus dem Labor. Vielleicht war sie als Spionin eingeschleust. Vielleicht hat Wesker sie schon damals als Spionin bei Umbrella eingeschleust und sie hat über diesen John Informationen gestohlen. Vielleicht passt das irgendwie in ihre Geschichte, dass sie damals noch bei einer kriminellen Organisation war eigentlich und ne, und so weiter und so fort. Kann man einfach interpretieren, wie man will, kann man einfach glauben, wie man will. Das funktioniert alles. Die Resident Evil Lore ist da relativ flexibel, was das angeht. Es gibt für vieles keine eindeutigen Antworten und für ebenso viel mehrere. So, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Nee. Naja, gut. Also dann, schön war's. Macht's gut. Ciao.